Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der News. Heute gibt's wieder was Interessantes, gestern nicht so, aber heute, wie gesagt, habe ich zwei, drei Sachen dabei, die interessant sein könnten. Zum einen fangen wir einfach mal an, hat Insomniac Games, die verantwortlich sind für Ratchet & Clank oder auch Sunset Overdrive, haben jetzt so ein bisschen was erzählt zum neuen Ratchet & Clank, was ja für die PlayStation 4 kommt. Und zwar soll das zwar dieselbe Storyline wie das Original, das erste Ratchet & Clank behandeln, also das, die Story ist die gleiche, allerdings gibt es diesmal so einen kleinen Greatest Hits mäßigen Aspekt, der damit reinkommt. Das heißt, es gibt die besten Waffen aus den ganzen Ratchet & Clank Spielen im PS4 Ableger, ja, was cool ist, ja, weil die Reihe ist auch dafür bekannt, dass sie viele verrückte Waffen hat, wie zum Beispiel die, welche ist meine Lieblings jetzt? So auf Anhieb würde mir zum Beispiel die Disco Gun einfallen. Ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber es gibt eine Waffe, die eine Disco-Kugel verschießt und die Gegner zum Tanzen bringt. Ja, oder natürlich Mr. Oh Gott, jetzt habe ich ihn vergessen. Der war doch immer mein Liebling, mein Kumpel in dem Spiel. Und ja, ich freue mich drauf. Zudem haben sie gesagt, dass das natürlich atemberaubend aussehen soll. Ungefähr haben sie es gesagt, dass Ratchet & Clank aussieht wie ein Pixar-Animationsfilm, der halt in Echtzeit auf der PlayStation 4 läuft. Ob es jetzt wirklich so krass aussehen würde oder wird, das bleibt abzuwarten. Das soll dieses Jahr noch kommen, das Spiel. Genauso wie der Film, soweit ich weiß. Der kommt ja auch dieses Jahr. Ne? Nächstes Jahr war, glaube ich, Sly Raccoon-Film und dieses Jahr Ratchet & Clank. Ja, ich glaube schon, das ist super. So, wo wir gerade bei Pixar sind, es gibt ein paar neue News über Toy Story 4. Es soll ein neuer Toy Story Film rauskommen und das, obwohl der dritte eigentlich die Story perfekt abgeschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten oder so, aber Toy Story 3 war ein richtig geiler Abschluss für die Trilogie und ja, jetzt hat der Studioboss sich, glaube ich, gemeldet und gesagt, dass Toy Story 4 jetzt nicht anknüpfen soll an Toy Story 3, weil das eine abgeschlossene Trilogie ist, sondern dass es eher so eine Art, es soll einfach eine romantische Komödie werden. Wer weiß, vielleicht zwischen Buddy und, wie heißt die Alte? Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Oder vielleicht ist auch Barbie und Ken wieder mit dabei, wer weiß das schon. Auf jeden Fall soll es nichts mit der Story zu tun haben, sondern eher was Alleinständiges ist sein. Und zwar eine romantische Komödie einfach. Ja, es soll auch nicht mehr so auf die Interaktion zwischen den Spielzeugen und den Kindern gehen, sondern einfach eine romantische Komödie mit Spielzeug erzählen. Ja, also bleibt abzuwarten, was daraus wird. Klingt auf jeden Fall aber schon mal interessant. So, dann haben wir noch eine News, dass Electronic Arts Maxis geschlossen hat. Das sind die Sims City Macher oder Sims auch. Die wurden jetzt geschlossen und sollen angeblich zum Teil Abfindungen bekommen haben, zum anderen Teil übernommen werden in andere Studios. Und ich sag angeblich, weil ja, das ist natürlich immer die Aussage von EA selbst. Ich habe schon irgendwas gehört, dass auch einige Entwickler gesagt haben, ja, so cool ist es jetzt nicht, wie sich das anhört. Ist ja auch klar, weil einige werden auf jeden Fall ihre Jobs verlieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. SimCity, das letzte, kam ja nicht so gut an mit den ganzen Beschränkungen des Bauens und so weiter. Ich weiß es nicht ganz genau, jetzt nur das, was ich gehört habe. Aber Sims läuft doch eigentlich immer gut. Die Marken werden natürlich auch fortgesetzt, aber ja, das Studio ist geschlossen worden. Uncool für die Leute, die da jetzt keinen Job mehr haben. Ist immer scheiße. So, dann noch eine News für Filmfans, in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Streifen. Allerdings ist ja dieses Jahr bisher der größte Film des Jahres 50 Shades of Grey. Und so hat es jetzt die halbe Milliarden-Marke durchbrochen in Sachen Umsatz an den Kassen. Ja, 40 Millionen hat das Ganze gekostet von den Produktionskosten der Film. Und jetzt wird natürlich Teil 2 und 3 auf den Weg gebracht. Ist bisher der größte Film des Jahres. Ich denke mal, und ihr wahrscheinlich auch, dass im April mit Avengers 2 der Titel auch zum Glück abgelöst wird, weil Avengers 2 ist natürlich, also Geschmackssache alles, mir gefällt es eher, ich gehe da auch auf jeden Fall rein und werde mir Avengers 2 reinziehen, denn jetzt kam ja auch vor kurzem der letzte Trailer raus,
Sieht natürlich alles geil aus, habe ich richtig Bock drauf. Auch wenn man sich zum Teil natürlich schon die Story so ein bisschen denken kann, gerade wenn man alle Trailer gesehen hat. Allerdings war Avengers 1 auch schon richtig geil. Den habe ich damals auch im Kino gesehen. Und den zweiten möchte ich mir natürlich auch noch reinziehen. Das ist klar. Aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen, weil eine halbe Milliarde Umsatz ist schon ziemlich stark. So, ja. Was haben wir noch? Eine letzte News. Und zwar auch wieder filmserienmäßig. Und zwar soll Expendables, ja, die Reihe mit Sylvester Stallone, der bisher drei Filme hatte, jetzt eine TV-Serie bekommen. Und zwar unter der Leitung auch von Sylvester Stallone. Und da bin ich aber gespannt, was das so wird. Ob er mitspielen soll oder nur Drehbuch machen soll, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ja, kurz nochmal. Hier, genau. Okay, damit hat sich das erledigt. Die Stars der Expendables-Filme werden in der Serie wohl nicht auftauchen. Allerdings soll es unter seiner Führung laufen. Ja. Ja, bleibt abzuwarten. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand die Expendables-Filme zwar cool, allerdings hätte da viel mehr gehen können. Gerade bei dem letzten, der extra auf PG-13 gelaufen. Ich glaube, das heißt PG-13 bei den Amis, also ein Rating für 13-Jährige bekommen sollte, und das bei einem Actionfilm. Also die haben extra darauf geachtet, dass es jetzt nicht ein Rating M bekommt, also für Erwachsene. Was bei so einem Film einfach Blödsinn ist, meiner Meinung nach. Ja, lasst die Sau raus. Ihr seid alles alte Actionstars. Haut doch auch einfach mal auf die Kacke, ja? Was soll das? Bleibt abzuwarten, wie gesagt, was da mit der TV-Serie sein wird, aber ich werde definitiv auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, wenn es denn soweit ist. So, das war's für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gerne Feedback zu den einzelnen Sachen dalassen in den Kommentaren. Was ist eure Meinung zu den jeweiligen Sachen, die euch interessieren? Immer reinschreiben, und ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.